Bobic hatte das Verhalten der Bayern bei der Verpflichtung von Niko Kovac zuvor als respektlos und extrem bedenklich bezeichnet. Friedensfahrt durch Frankfurt. Nun hatte Salihamidžić den Frankfurter allerdings zum Gespräch gebeten. Wir haben uns morgens getroffen, schon vor der Tagung unterhalten, sagte Bobic gegenüber Bild. Ich habe unseren Standpunkt noch einmal ganz klar zum Ausdruck gebracht. Wir haben uns ausgetauscht. Wir sind ja trotz allem Kollegen, wir wollen ein normales Miteinander. Jetzt geht es in der Bundesliga wieder weiter. Die beiden hatten das DFL-Zentrum getrennt durch den Hinterausgang verlassen, Salihamidžić stieg später aber zu Bobic in den schwarzen BMW. Nach der Tagung habe ich ihn dann zum Flughafen gebracht. Schließlich habe ich ja Heimrecht, erklärt Frankfurt-Sportdirektor Bobic die Friedensfahrt. Video: respektlose Bayern bei Kovac-Deal. Ton: Bobic ist selbst schuld.